Geh mal weiter unten lang, jetzt. Aua. Einfach. Das sah ja seltsam aus. Ich würde sagen, so langsam müsste doch wieder ein Stern kommen. Feuerspuckenden Blumen heißen Panzer. Das ist perfekter Name für eine feuerspuckende Blume. Eindeutig. Ich glaube, ich nehme den anderen Weg. Der sah spontan schöner aus. Und wahrscheinlich gibt es rechts dafür eine coole Belohnung. Ja, den richtigen Weg zum Beispiel. Ich finde, das ist eine echt coole Belohnung. Diese Dinge. Oh. Ein Feld hoch reicht nicht, damit ich da durchkomme. Aber schön, dass die immer in meine Richtung gehen. So, jetzt einfach durchziehen. So, und weg. Birdo Time! Birdo Time? Ah, du bist die andere Birdo. Ja, super Sprung mit ist. Firebirdo. Gehen Sie weg. Was habe ich denn jetzt wieder Seltsames gemacht? So, einfach am Anfang jeder das Level. Bin beim durchs Aufheben im Feuerball gedodged. Ja, nice. Finde ich, habe ich gut gemacht. Hier ist auch sonst nichts. Wobei, das sieht aus wie so eine Stelle, wo wenn ich einen Trank dahin bringe, dass da irgendwas Secret-mäßiges ist. Ja. Cool. Manchmal bin ich doch ein Smarty. Sagte er und sprang in den Gegner als nächstes rein. Deswegen sagte ich auch nur, manchmal bin ich ein Smarty. Wenn ich versuche, diese Kirsche da oben zu kriegen, bin ich kein Smarty. Dann bin ich eher ein Dummy. Gerne auch manchmal ein dummer Dumm. Ich würde aber gerne noch da oben hin. Ja, das war auch wieder dumm. Und komm mal hier hin. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, da hochzukommen. Naja, das ist mir ein bisschen zu hoch. Das reicht so ganz. So auf Dreierhöhe bräuchte ich einen. Es ist nur Einser. Hier, hier. Nee, auch noch nicht. Eins höher. Ja, der wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Der ist gut. Perfekt. Würden da nicht so viele kommen, könnte ich da jetzt auch mal versuchen reinzugehen. Oh, nice.
Sind, Moment, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, sind das die Münzen, die ich bei dem Bonusspiel am Ende der Welt verwende? Die, die ich daraus ziehe? Oh! Ja, gut zu wissen. Weil ich gar nicht bisher mal bemüht habe, die zu holen. Aber wenn die doch ein bisschen wichtiger sind... Oh, nice. Dann wäre es vielleicht doch ganz gut, die zu holen. Ich müsste, glaube ich, jetzt mit einer Kirsche noch den Stern bekommen. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal noch da stehen, die Kirschen. Und guck mir das hier erstmal an, was hier passiert. Weil bisher sieht das noch relativ machbar aus. Weil wenn ich jetzt gleich... Hilfe! Hier gleich den Schlüssel ziehe. Da kann ich auch durchspringen. Kann ich mir gleich eigentlich da die Kirsche nehmen. Ja, und meinem Stern entlaufen. Kommt er noch mit? Nein? Okay. So. Also der Plan war gut. Die Ausführung war nur scheiße. Aber ich kann hier nochmal ein paar Kirschen sammeln. Das war schneller als erwartet. Aber gut, dann kann ich ja durchlaufen. Hier irgendwas Cooles oder nur wieder ein Panzer? Wobei, den hätte ich mitnehmen können. Kann ich nicht einfach nochmal holen? Schon, ne? Ja. Mal gucken, was gleich noch für Gegner kommen, denen ich den Powerblock ins Gesicht werfen kann. Zum Beispiel... Wow! Aber hey, ich habe mein Herz wieder zurückbekommen für meine Dummheit. So, Boss-Time! Ist der nicht eigentlich super easy? Gibt's hier eigentlich irgendwie ein System bei diesen Dingern? Glück. Okay. Was? So, Welt 3-1. Lass mich mal was ausprobieren. Schade. Das sah schon so verdächtig aus. Da habe ich jetzt mein Leben, was ich gerade verdient habe, wieder reingesteckt. In irgendeinem Level ist das safe mal so ein geheimer Gang. Das ist zum Glück nicht anstrengend für die Augen. Hier kann ich runter. Das probieren wir jetzt mal aus. Tatsache. Ich hatte es doch noch richtig im Kopf. Ist irgendwas davon Trank? Es ist safe, das letzte Ding, was ich ziehe, ist der Trank. Natürlich. Aber dafür habe ich leider jetzt keinen Pilz bekommen.
Wenn ich da jetzt nochmal runtergehe, wäre der Trank nochmal da? Oder erst, wenn ich einmal sterbe? Ach, da wäre wieder eine Warp-Zone gewesen. Das Video? Fast. Das Level geht sehr weit nach oben. Ist da noch was? Das ist nicht ein Haus. Gehen Sie weg. Not sure if this works. So, wo lege ich jetzt den Trank am besten ab? Wo könnte ein Secret sein? Hier einfach? Ja, komm. Immerhin. Oh! Man kann in diesen Welten auch sterben. So, wenigstens eine Münze dann noch mitgenommen. Ja, fast. Da einen hin. Gebaitet. Dachte, ich kriege hier ein paar Münzen. Ich habe nichts bekommen. Oh cool, aber ein Timestop. Saberdo. Nein. Nein. Oh, du machst gar nicht abwechselnd. Damit verwirrst du mich doch nur, Baby Rage. Egal, Level vorbei. Alles gut. Die Uhr kriege ich immer, wenn ich 5 reich für Gemüse aus dem Boden ziehe. Oh cool, ein Level. Level? Fast ein Leben. Aber das Spiel ist doch legitim, doch einfach nur Glück, oder? Kann mir keiner erzählen, dass man das da abpassen kann. Okay. Ja, fast. Ist da rechts noch mehr? Hm. Zufällig gesprengt. Oh, nice. Hat sich ja dann doch gelohnt, da hinten hinzugehen. Und tschüss. Ich dachte, der fällt vielleicht... Hä? Moment! Wieso hat er die Wand nicht aufgesprengt? Das hat's gebracht. Kann man Bomben aber eigentlich die Treppe jetzt runterwerfen oder nicht? Weil irgendwie sah das jetzt gerade eher nicht so aus. Wahrscheinlich muss ich einfach gut stehen, dass ich die dann runterwerfen kann.
Dann gucken wir das nochmal. Das zählt wirklich zum Boden. Heißt aber auch, ich muss dann jede Bombe hier richtig setzen. Ja, ich muss jede Bombe richtig setzen. Habe ich gut gemacht, finde ich. Wobei, ich glaube, eine Bombe habe ich frei. Dabei war das so smart, die schon rauszuziehen. Nein, war es nicht. Weil ich damit jetzt auch noch ein Leben verloren habe. Im Bild bleiben. Wait, das war jetzt eigentlich ziemlich dumm, das so zu machen. Weil ich jetzt den ganzen Weg mit der Bombe laufen muss. Aber es hat geklappt. Geh weg. So, mal gucken, ob er das irgendwas gebracht hat. Wahrscheinlich den richtigen Weg einfach. The fuck? Ich bin einfach von der Leiter weggeflogen. Das Leiter-Game ist ja ganz seltsam hier. Oh nice. Glück auf Anhieb geschafft. Sonst ist ja auch nichts Interessantes. Irgendjemand hat meine Leiter eingeseift anscheinend. Hm, Moment. Ist irgendwo Bombe und... Mal gucken, ob ich das Richtige aufgesprengt habe. Natürlich nicht. Ich habe nichts anderes erwartet. 50-50 verkackt. Dann aber wiederum. Kann ich das nicht einfach wiederholen? Nein. Oh ja doch. Reicht das schon? Nice. Wären die Pflanzen, wenn ich die jetzt da nochmal ziehe, dann auch Münzen? Oder es ist wirklich nur das allererste Mal, wenn ich hier die Dinger betrete. Also probieren wir es einfach mal aus. Oh, die sind... Okay. Immerhin. Also bis ich die einmal gezogen habe, sind es wirklich die Bonus-Coins. It's Birdo time again. Hi. So, was ist das? Lass das. Einfach abgewehrt. Frech. Einfach schon wieder abgewehrt. Lass das. So. Ich wünsche, dass ich diese ganzen Herzen einfach nie brauche. So viel Energie die ganze Zeit, aber was soll ich damit? Oh, cool. Zwei Leben bekommen. Also ich glaube, für den Bereich musst du auch schon fast eine Epilepsie-Warnung ausgeben, oder? Hey, wir haben drei Leben bekommen, immerhin wieder. Dip, 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 dip. So. Auf nach 3-3. Pilz? Oh, naja. Mitnehmen. Bevor ich hier rausgeschmissen werde. Wie viele Sekunden hat man da drin eigentlich Zeit? Bevor man rausgeworfen wird.
Ist doch sicher irgendwie eine Festrechtszeit wie 10 Sekunden oder so. Was? Als ob du einfach drüber gesprungen bist, du Sack. Das ist irgendwo hier noch mitzunehmen. Das ist abgeschlossen. Ich mach das jetzt einfach mal hier. Nice. Ich wusste das übrigens nicht. Das war wirklich jetzt einfach Glück. Glaube ich sogar weniger als 10 Sekunden. Hyper Intuition. Ja, ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen und. Cool. Einfach um zu gucken. Toll, jetzt habe ich zwei da oben. Ah, die roten können fallen. Okay. Moment. Ja, fast. Hab ich gerade einfach mal mitgenommen, um zu gucken. Das reicht ja auch nicht. Bei weitem nicht. Wenn ich Gegner stapeln kann? Kann ich dich auf den anderen drauf tun? Wenn er noch da wäre. Luigi würde da wahrscheinlich wirklich hochkommen, ja. Hm. Da wäre doch sicher irgendwo noch eine andere Tür. Das ist nicht der Mario Maker. Kann man da Gegner stapeln? Echt? So viel Mario Maker habe ich gar nicht gespielt. Ich weiß es doch alles gar nicht. Hier kann man doch einfach... Good old Super Mario Bros. Mechaniken ausnutzen. Springen! Ui! Verdammt. Oder einfach in die andere Richtung gehen. Oder einfach im Zickzack. Oder einfach geradeaus hoch. Das geht auch. Was? Als ob der mich noch erwischt hat. Frech. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Aua. Lass mich in Ruhe. Jetzt komme ich wieder. I. Yikes! Da habe ich verarscht. Ja, ich brauche die Herzen eh nie. Aber immerhin darf ich hier oben wieder starten. Und somit den Schlüssel direkt wieder mitnehmen. Kann ich den eigentlich nicht einfach verarschen? Was wäre eigentlich an der einen Stelle, wo ich gerade nicht hochkam? Kann man da überhaupt wirklich hoch? So. Oh, man kann von Leitern springen, das ist gut. Oder auch nicht? Hä? Hä? Aber ich bin gerade von der Leiter gesprungen. Jetzt klappt es aber nicht mehr, oder wie? Wenn ich jetzt einfach... Moment. Rechts reingehe. Ist das wahrscheinlich der... Blöde Gang. Der Gang, wo ich da unten eben war. Natürlich triffst du mich da noch perfekt. Das ist das, wo du vorher nicht hinkamst. Ja, wenn ich da runterfallen würde, wäre ich wieder ganz hinten. Einfach beeilen. Whatever. Das hat's gebracht. Alle drei Herzen hier verloren. Ich habe das Gefühl, dass unter mir wäre das, wo ich eben war. Gehen Sie weg. Meine Güte.
Nehme ich mit. Zum Glück nicht viele Gegner. Hätte ruhig ein Herz droppen können. Na gut, dann auf zum Boss. Oh Gott! Oh nice! Die Bombe hat das Vieh getötet. Als ob der jetzt mehr als 3 Schläge aushält. Da kam ein Herz, ich habe es nur nicht mitgenommen. Nun. Give me a real challenge, ne? Meine Güte. Eine GBA-Version wäre sogar ein anderer Boss hier. Cool. Jo. Ich glaube, hier können wir für heute erstmal ganz gut Pause machen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viele Welten dieses Spiel hat, aber wir haben schon mal die ersten 3 Welten eigentlich sehr souverän geschafft und Lost Levels abgeschlossen. Also, magst du SMB2 jetzt lieber als in deiner Erinnerung? Ja. Ich bin selbst überrascht, wie sehr mir das doch eigentlich gefällt, weil das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, aber irgendwie in meinem Kopf war das wohl so, meh. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damals wirklich SMB1 erst gespielt habe und mir dachte, meh. Dann habe ich SMB2 gespielt, dachte mir so, Dann habe ich SMB3 gespielt, dachte mir so, wow, das ist sehr viel besser. Und vielleicht, einfach weil ich die so hintereinander gespielt habe, habe ich einfach 1 und 2 als schlechter empfunden als 3. Das gleiche Problem mit Ocarina of Time und Majora's Mask. Ich habe Ocarina of Time gespielt und direkt danach Majora's Mask. Und deswegen, weil Majora's Mask einfach für mich so viel besser war, finde ich Ocarina of Time dagegen einfach so, meh. Mittlerweile ist es okay. Früher fand ich das schlimmer. Aber wahrscheinlich wirklich einfach, weil ich die blöd hintereinander gespielt habe. Und dann hat man einfach einen doofen Vergleich gehabt direkt. Und das halt als Kind prägt das. Dementsprechend war für mich SMB2 immer so verhasst. Aber eigentlich ist es voll okay. Macht Spaß. Dann machen wir wahrscheinlich nächste Woche weiter. Jo, dann war's das erstmal für heute. Thank you.